Hallo, Fellknäuel. Eine gute Wahl.
hast soeben einen Getch-Roboter aktiviert. Um ihm Befehle zu erteilen, halte die Dreieck-Taste gedrückt und wähle Warten, Folgen, Angriff oder Betreten. Der Gadgetron Hydrobeamer nutzt Schnellhähne und Schnellabflüsse. Damit kannst du Becken füllen und leeren. Unsere Sensoren entdecken auf dieser Raumstation keine. Bin zurück. So sieht's aus. Und hab das hier gefunden. Hey, cool. Das ist ein, was ist das? Das ist ein Hydrobeamer. Super. Sowas wollte ich schon immer haben. Glaub ich. Wusstest du, dass du alle Waffen und Geräte in die Schnellauswahl aufnehmen kannst? Pausiere einfach und wähle im Menü Schnellauswahl. Dieses Shuttle hat einen Autopilot, der dich zu einem ausgemusterten Blark-Kriegsschiff bringt. Unsere Sensoren zeigen an, dass es dort nützliche Geräte geben könnte. Thank you.
Brauchst du bei diesen Feinden Hilfe? Versuch's mal mit dem Gadgetron-Verspötter. We'll be right back.
gut. Ah!
Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Eine Schönheit. Ich dachte schon, es wäre aus mit mir. Irgendein hirnloser Genforscher muss die Käfige wieder offen gelassen haben. Du kannst jetzt runterkommen. Also wirklich, ein Maschinenbauingenieur verdient doch bitte etwas mehr Respekt, finde ich. Du bist also ein Erfinder. Maschinenbauingenieur. Ich entwickle neue revolutionäre Geräte für den Vorsitzenden Drag. Zum Beispiel, et voilà, meine bald patentierten Grind Boots. Hört zu, ihr beiden, ich muss hier dringend raus, um einen neuen Job zu finden. Ich könnte euch die zum Selbstkostenpreis verkaufen. Verkaufen? Nachdem wir deinen miesen kleinen Hintern gerettet haben? Na gut, na gut, na gut, ihr kriegt den Mitarbeiterrabatt. Gut, danke. Ich verschwinde dann, solange es noch geht. Du hast jetzt Grindboots. Damit kannst du auf Schienen wie diesen fahren. Spring auf die Schienen und leg los.
Dass Sie die automatische Selbstzerstörung aktiviert haben. Schiffszerstörung wird vorbereitet. Bitte entfernen Sie Ihre Habseligkeiten. Jetzt mal im Ernst. Ich mache spricht Darla Gretsch live aus Blackwater City. Soeben wurde bekannt, dass bei den intergalaktischen Hoverboard-Meisterschaften, die in den nächsten Tagen hier stattfinden, Captain Quark dem Sieger den Hauptpreis überreichen wird. Darüber hinaus ist zu berichten, dass man hier in letzter Zeit an einem Befall durch merkwürdige Amöbenwesen leidet. Die hiesige Stadtverwaltung hat versichert, dass alles nur Erdenkliche getan wird, um die Plage zu beseitigen. Das war Darla Gretsch für Kanal 2 News. Hast du das gesehen? Ja, hoffentlich geht es der armen Frau gut. Ach, bestimmt, glaube ich. Ich meinte eigentlich die Hoverboard-Rennen. Hallo, Fellknäuel.
Ich habe heute ein paar tolle Sachen. Aida für deinen Roboter im Tausch. Okay. Ratchet. Hey, war nur Spaß. Tut mir leid, der ist unverkäuflich. Was ist Rida überhaupt? Reiß ihn dir auf, Mann. Was hast du zu mir gesagt? R-I-D-A. Reiß ihn dir auf, Mann. Das ist der mächtigste Raketenwerfer der Galaxie. Der ist einen Haufen Bowls wert. Er muss ihn von dem Bla gestohlen haben. Gestohlen? Hör zu, du Mülleimer. Hab ich gesagt, der wäre heiß? Pass auf, was du sagst sonst. Warte, ich weiß schon. Reiß ihn dir auf.
Thank you.
Willkommen bei Hovercon, den intergalaktischen Hoverboard-Meisterschaften. Captain Quark verleiht dem Sieger des Wettbewerbs einen brandneuen Platin-Zoomerator. Ein Platin-Zoomerator? Das sollte Skids Agent doch beweisen, was du wirklich drauf hast, nicht wahr? Wart mal. Meinst du etwas, Skid McMax? Ja, Skid konnte nicht kommen. Deshalb sind wir hier, um für ihn einzuspringen. Na, das werden wir ja sehen.
Hallo Leute, Captain Quark hier. Es ist mir eine große Ehre, die diesjährigen Sieger der intergalaktischen Hoverboard-Meisterschaft vorzustellen. Applaus für die Newcomer Ratchet and Clank. Hey, das sind wir. Als Sieger nehmen Sie heute den brandneuen Profi-Platin-Zoomerator Modell T15 mit. Dieser Hoverboard-Antrieb der Firma Gadgetron bietet mehr Schubkraft, Geschwindigkeit und Steuerungskomfort als alle anderen Antigrav-Produkte auf dem Markt. Tja, Leute, mehr Zeit haben wir leider nicht. Denkt daran, heute Abend den Quark-Klassiker-Kanal auf dem Infobot einzuschalten. Sie zeigen Luftkampf über der Todesschlucht. Mit meiner Wenigkeit. Vielen Dank und einen quarktastischen Tag! Mit deinem neuen Zoomerator beherrschst du Turbo-Tricks. Nutze Turbo mit der Quark-Taste. Ausführen von Tricks entweder L1, L2, R1 oder R2 gedrückt, während du dich in der Luft befindest.
fantastisch, du hast's geschafft! Tja, ich muss los. Und? Werden Sie mich jetzt vertreten? Na klar, Kleiner. Und als Antrittsprämie gibt's... Na, wo hab ich's denn? Was ist das? Cooler Helm. Das ist ein Schallsammerer. Damit zieht man Sandmäuse an. Stimmt. Und er gehört euch. Haha, ich muss los. Den ganzen Papierkram erledigen. Meine Leute rufen eure Leute an. Ratchet, hast du Leute? Der Schallsammerer erlaubt dir die Kommunikation mit den geheimnisvollen und intelligenten Sandmäusen. Trotz ihrer unschuldigen Erscheinung sind Sandmäuse geschickte und aggressive Jäger. Aktiviere den Schallsammerer einfach in der Nähe einer Sandmausbehausung und schon erscheint eine Maus. Bist du der Maus sympathisch, ist sie dir vielleicht behilflich. Thank you.
Die Pressekonferenz ist vorbei. Captain Quark will im Wohnwagen nicht von Reportern belästigt werden. Oh, mein Freund und ich müssen den Captain aber in Sachen der galaktischen Sicherheit sprechen.
Du meinst du und deine laufende Kamera? Hier, Paparazzi, macht mich krank, verschwindet! Aber Sir, Captain Quark wird es bestimmt verstehen, wenn wir... Nein, nein, Spaß dir, ich weiß doch, wie es läuft. Ihr beschwatzt mich, euch reinzulassen, macht ein Foto vom Captain in Unterhosen oh, und Mann. Dann verkauft ihr es an die Boulevardpresse für Millionen von Bolts! Sie verstehen das nicht. Und ich verdiene dabei 6 Bolts in der Stunde. Und ich muss mir die Predigten von diesem Geizkragen Quark anhören. Deshalb kommt ihr nicht rein, es sei denn, ich kriege einen Anteil im Voraus. Seht ihr, wie es läuft? Man ölt das Scharnier und die Tür geht auf. Captain Quark? Was ist los? Ratchet und Clank, Captain. Sie wissen schon vom Hoverboard. Oh ja, ja. Ich weiß, wer ihr seid. Wirklich? Ja, und der Galaxie sei Dank, dass ihr hier seid. Hä? Es gibt einen schrecklichen Plan, unsere Planeten zu zerstören. Ratchet, er weiß es. Cool. Heißt das, dass wir jetzt wieder Hoverboarden können? Freunde, wir sind alle in großer Gefahr. Und ich glaube, zusammen können wir diesen Wahnsinn noch aufhalten. Zusammen? Sie meinen, wir sollen Ihnen helfen? Hör zu, Ratchet. Ich habe dich beobachtet und ich habe noch nie ein solch unglaubliches Talent gesehen. Du wirst ein großer Held werden. Echt? Sie meinen, ich werde berühmt? Oh ja, absolut. Oh, hier, nimm das. Woran liegt es, dass manche ewig unerkannt schuften, während andere zu Helden werden? Ist es Stärke, Mitgefühl, Zielstrebigkeit oder einfach nur Glück? Diese Frage beschäftigt die Weisen seit vielen Jahrtausenden, doch Captain Quark kennt die Antwort. Deshalb konnte er mehr Tyrannen stürzen, mehr Damen in Not zu Hilfe eilen, mehr Zivilisationen retten als jeder andere Held der Galaxie. Jetzt haben Sie die Chance herauszufinden, ob Sie zum Helden taugen. Dieser Infobot enthält die Koordinaten von Quarks geheimen Stützpunkt. Können Sie mit Karacho Quarks Killerkanonen mit gräulichen Kräften, schlagen Sie sich zum Herz der Basis durch. Beweisen Sie sich, erfahren Sie die Antwort, verewigen Sie Ihren Namen in Geschichtsbüchern. Sprechen Sie vor ungewohnter Anstrengung mit Ihrem Arzt. Keine Haftung bei Tod oder Verstümmelung, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Trefft mich in meinem Hauptquartier. Hey, Captain Ratchet, was hältst du davon? Wir werden Sie nicht enttäuschen, versprochen, Sir. Wir es halt.